Du darfst echt nicht reingucken in die Lampe, nee. Überall Punkte und überall helles Licht vor mir. Das ist echt ein Gewinnspiel der Extravaganza. Also, oder? Es läuft. Ton? Bin ich da? Ton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Surströmming wird jetzt geöffnet. Jetzt sofort. Der David hinter der Kamera hat gesagt, ich kann anfangen. Sehr schön. 4 Monate ist es mittlerweile. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Mein Schlaugerät, wirklich 4 Monate ist es her, wo wir die letzte Carb News gebracht haben. Bei uns ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Wir brauchen jetzt nochmal eine Schaffungspause. Wir haben nochmal ein bisschen was intern vom Kopf her umstrukturiert. Wir werden nächstes Jahr nochmal ganz anders mit Carbocalypse vorangehen und weitermachen. Und darum soll es jetzt hier aber nicht gehen. Es wird eine dicke XXL-Folge Carb News werden. Ihr seht das Brett wieder vor mir. Es ist 6, Ausgabe 6, 22. Eigentlich wollten wir, es war anfangs mal geplant, das Ding alle 2 Monate alle oder einmal im Monat rausbringen. Wir haben jetzt 6 Folgen dieses Jahr gemacht oder das ist die 6. die du gerade da draußen siehst. In dieser Folge, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wird es ein richtig fettes, richtig mega geiles Endjahresgewinnspiel für euch da draußen geben. Der Extravaganza, mega groß, mit Produkten im Warenwert von weit über 100 Euro. Also richtig tolle Produkte, die liegen ja schon neben mir. Ich würde mich wahnsinnig über diesen Gewinn freuen. Wir werden den Gewinner von der letzten Ausgabe 5 werden wir bekannt geben, der diesen coolen Hydro-Hack gewonnen hat. Schade, dass du so lange warten musstest bis zur Bekanntgabe, aber auch gleich werden wir sehen, wer das ganze Ding gewonnen hat. Und ein paar kleine Zähne-News wird es wieder geben für euch. Also bleibt dran, los geht's! Bevor ich jetzt irgendwie weiter groß rumschwafle oder mich wieder in irgendwelchen Worten verliere, ich fange einfach mal an. Was habe ich wieder auf meinen Schlauch? Ihr seht, ich habe nicht viel drauf zu stehen diesmal, aber ich werde bestimmt viel zu erzählen haben. Von daher habe ich es hier drauf recht kurz gehalten, um das Video nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen. Erstmal wieder total cool, hier in unserem alten Studio zu stehen. Wir haben es jetzt gerade Dezember. Schon nächste Woche ist Weihnachten, ist der Heilige Abend, steht vor der Tür. Wir machen heute eine kleine Weihnachtsfeier, eine Apokalypse-Weihnachtsfeier mit dem ganzen Team und ein paar Freunden sind alle eingeladen. Und da haben der David und ich gedacht, wir machen nochmal eine coole Folge für euch da draußen, bevor die ganze Runde hier losgeht. Was habe ich hier zu stehen? Ich fange gleich mal an. Resümee, Messe Wallau hat dieses Jahr wieder stattgefunden. Wir waren natürlich auch vor Ort. Wow, war das eine mega coole Messe, war das ein Wahnsinnsauftritt von allen Ausstellern dort. Es waren tolle Stände, wir haben uns ganz viele Impressionen auch geholt. Wir waren eigentlich mal dort, wir waren ein bisschen am Turnierstand, wir waren bei den Carpies, wir waren bei den Maniacs, wir waren eigentlich fast überall vertreten, haben uns überall festgesaut. Wir hatten uns für diese Messe viel, viel mehr vorgenommen gehabt, aber wir waren so froh, dort gewesen zu sein und uns diese Nummer gegeben zu haben. Es war echt schön, tolle Messe gewesen. Wir sehen uns in Wallau 23. Ich sag mal so schön, scheiß drauf, Wallau ist nur einmal im Jahr. Also von daher, Wallau, nee, und Schalala, genau. Wallau nächstes Jahr wieder, es war echt eine tolle Nummer gewesen. Ich mache jetzt gleich weiter. Wallau nächstes Jahr wieder, tolle Messe. Ich möchte jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ich mache gleich weiter hier, geht's weiter. News aus dem neuen Karpfenmagazin. Habe ich hier neben mir zu liegen. Hier habe ich jetzt die Ausgabe 1.23, Dezember, Januar. Vorne drauf, der wahnsinnige Crazy Carpi Marian Sura. Echte tolle Ausgabe, solltet ihr euch gönnen, solltet ihr euch reinziehen. Welcher Bericht mir am besten gefallen hatte, ich will diesmal nämlich nicht ganz so viel hin und her switchen und so viel hier draus. Blindfisch. Total cool, dieser Bericht Blindfisch. Einfach der Einstieg zum Beispiel, wusstet ihr, dass Karpfen eine Sehschärfe von mindestens -4 Dioptrien haben? Das ist echt nicht viel. Das ist wirklich nicht viel, ja. Also zieht euch allein diesen Bericht rein und es sind auch viele, viele andere gute Berichte drin. Ne? Also bekommt ihr bei euren Zeitschriftenhändler des Vertrauens. Karpfenmagazin geht an keinen vorbei. Tolle Ausgabe, freue ich mich wirklich immer sehr, wenn ich das Teil im Briefkasten habe. Weiter geht's. Kanal des Monats. Da habe ich was vergessen. Ich hole noch mal ganz kurz was.
Hier bin ich wieder. Sehr schön. Kanal des Monats, weil das ist wichtig dazu. Haben wir diesmal, das ist ein Kanal, der hat nicht allzu viele Videos drauf. Aber die haben letztens ein richtig cooles Video rausgebracht und auf ihren Kanal gebracht. Und zwar den Erik von Carp Aesthetics, den haben wir auch schon oft in unseren Videos mit drin gehabt. Messeinterviews haben wir schon etliche mit ihnen gemacht. Und zwar geht es darum, die Fishing Maniacs, hier sind sie, haben jetzt einen See gepachtet in Frankreich. Richtig cooles Ding. Das Ganze heißt Maniac Carp Lake, dieser See. Den bewirtschaften die echt sehr, sehr nachhaltig. Ein toller See von, was hat er, glaube ich, 14 Hektar. Die Karten packt bei den Gewinner übrigens rein. Gewinner, Gewinnspiel kommt gleich. Sehr, sehr schön. Solltet ihr euch reinziehen, aber es geht um Kanal des Monats. Der Maniac Carp TV geht es darum. Und zwar hat der Egger, der Erik von Fishing Maniacs, einen kleinen Bericht über den See gebracht. Solltet ihr euch mal reinziehen. Ein toller See, ein toller Bericht vom Erik. Erik ist sowieso ein strammer Typ. Zieht euch rein. Daher für uns verdient diesen Monat Maniac TV Karpfen-Kanal des Monats bei YouTube. Weiter geht's. Buch des Monats. Machen wir gleich weiter mit dem Buch des Monats. Wer vielleicht noch Glück hat, dieses Buch zu bekommen, Passion oder Passion. Ist so ein schönes Werk. Die Firma Korda hat das Ding auf den Markt gebracht, jetzt vor 2 Wochen. Jetzt schon eigentlich überall ausverkauft, aber vielleicht hast du da draußen noch Glück, bei irgendwelchen Versenden das Ganze zu bekommen. Wenn nicht, schreibst du uns einfach mal an. Wir können dir bestimmt noch einen Tipp geben, wo du das Buch bekommst. Das Ding ist so toll illustriert, so viele geile, schöne Bilder drin, so wertig verarbeitet das Buch. Wie viele Seiten hat es? Das hat weit über 300 Seiten. Ich glaube 320 Seiten hat das Buch, ja. 320 Seiten, viele, viele Bilder. Es lässt sich so leicht lesen, weil auch so viele tolle einzelne Geschichten drin sind. Wie gesagt, von der Firma Korda. Und das Schöne ist, die kompletten Einnahmen von diesem Buch werden 1:1 gespendet. Also Passion. Wer es bis jetzt noch nicht hat, sollte es irgendwo noch bekommen, weil meines Wissens gibt nur diese eine Auflage und dann ist vorbei. Und da ist es jetzt schon ein Wettrennen gewesen, dieses Buch zu bekommen, auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Cooles Buch, verdient, Buch des Monats. Eigentlich soll es ein anderes Buch werden. Das nehmen wir dann in der nächsten Ausgabe ein. Das ist nämlich oben cooler Schinken. Aber jetzt diesmal Passion oder Passion. Sehr cool. Weiter geht's. Punkt. Den nächsten Punkt. Cool. Wir haben einen neuen Teamangler. Viele haben es vielleicht schon da draußen mitbekommen. Eigentlich sollte die News schon viel eher kommen. Wir hatten im Sommer einen Community Day. Da haben wir einen jungen Bengel kennengelernt, der Lukas, der wohnt in einem Nachbarort von uns, 14 Jahre, hart am Fisch, immer dabei. Und der ist jetzt unser neuer Teamangler. Also wir haben jetzt 2 Lukas. Die Mehrzahl von Lukas. Wie ist sie eigentlich? Lukas oder Lukas? Lukas oder Lukas. Also, Lukas, willkommen im Carpokalypse-Team. Viele werden ihn schon jetzt in unseren Videos mit gesehen haben, da war immer mit dabei. Geiler Typ, strammer Typ, ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, aber der wird auch noch die nächsten Jahre. Gut, weiter, Teamangler. Wollen wir spoilern? David nickt gerade. Wir haben gerade eben ein Telefonat gehabt und haben den neuen Teamangler angeschnuffelt, angeschnappt und für uns exklusiv gesichert. Und zwar den guten Erik von Halsmaul, da beißt noch was, ja. Crazy Name, ja. Halsmaul, da beißt noch was. Echt ein cooler Typ aus Leipzig. Den haben wir dies Jahr, können wir noch dies Jahr noch sagen, auf unserem Jugendworkshop für Karpfenangler kennengelernt, der nächstes Jahr übrigens wieder stattfinden wird, wo wir auch diesmal 2 Wildcards verlosen. Kommen wir aber demnächst noch drauf zurück. Da haben wir das erstmal kennengelernt. Wir standen jetzt immer so ein bisschen in Kontakt. Wir haben ihn letzte Ausgabe, die jetzt 4 Monate her ist, als Kanal des Monats gehabt und waren jetzt auch ein bisschen in Verhandlung mit ihm und haben gesagt, du Erik, hast du nicht Bock? Er sagt, ja, ich hab Bock. Und er ist dabei, Erik von Halsmaul, dabei ist doch was, gehört ab sofort zur großen, kleinen Carpokalypse-Familie. Ich freue mich total, ich bin emotional, mega geladen, Erik dabei zu haben. Danke, Erik, willkommen, mein Lieber. So viel zu unseren neuen Teamanglern. Messen, demnächst fangen wir viele Messen an. Wir haben jetzt Ende 2022, 2023 kommt in 2 Wochen
und die große fette Messe Den Bosch in den Niederlanden. Europas größtes Karpfenangler-Event findet statt. Und zwar vom 20. bis zum 22.01. Also ist wirklich nicht mehr lange hin, ungefähr 4 Wochen. Wir überlegen immer noch hinzufahren, weil wir haben auch noch einen Angeltrip geplant in einer kälteren Region. Wir wissen nicht genau, ob wir Den Bosch gegen den Angeltrip tauschen, weil es halt doch schon eine große, weite Anreise für uns ist, nach Den Bosch zu kommen. Also lasst euch überraschen, ob wir da sind. Wir geben es, wenn denn, auch nochmal bei Instagram bekannt, aber ich hätte schon Bock, weil wirklich alle dabei sind, die ganzen Größen. Und es ist auch immer cool, Kontakte, und um euch da draußen auch nochmal ein bisschen persönlicher kennenzulernen und ihr uns ansprechen könnt. Haben wir immer Bock drauf für ein paar schöne Gespräche. Weiter zur nächsten Messe. Carp Expo Paaren in Glien bei Berlin. Wow, ist das ein Name. Das ist eine Messe, die schon, eine Traditionsmesse, die schon über Jahre stattfindet und nächstes Jahr wieder stattfinden darf. Da freue ich mich richtig doll drauf und da sind wir 1:1 vertreten. Die Messe findet vom 25. bis zum 26.02. statt. Richtig cooles Ding. Dort sind wir 100%. Dort sind wir auch mit am Zonic-Stand, unterstützen den Zonic-Stand, sind mit beim Carp-Vorstand, Fischstone natürlich auch, wie eben davor schon erwähnt. Aber auf jeden Fall, ihr werdet uns fast immer am Zonic-Stand vorfinden und da helfen wir euch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Zonic, wir bringen nochmal richtig coole Zonic-Produkte übrigens mit vor Ort. Also lasst euch schon mal überraschen, ja. Ich weiß schon, ein bisschen mehr als ihr da draußen. Was haben wir noch dieses Jahr? Bekanntgabe des Gewinners des Hydro-Hex steht jetzt hier auf meiner Liste. Darum, ich habe die jetzt recht kurz gehalten, wenig News reingenommen, sonst würde das Ganze noch länger gehen. Bekanntgabe des Hydro-Hex von der Ausgabe 522. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Es waren 72 Teilnehmer direkt. Ich mache mal kurz Zufallswiedergabe. So, in der Mitte. So. So kann man sehen. Ich denke schon, ich habe die 72 drin. Ich drücke jetzt einfach mal auf Generieren. Blop. Der 53. hat gewonnen. Jetzt müssen wir zählen. Ich muss zählen. 53, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 51, 52, 53. Ich sehe, wer gewonnen hat. Ralf. Wieder das alte Thema. Ihr habt ein paar crazy YouTube-Namen. Ralf Sch hat gewonnen. Ich tippe es mal ganz kurz an. Dipp's hier ein. Ralf SCH hat die Nummer gewonnen. Du gewinnst diesen coolen Hydro-Hack, mein Lieber. Was hat denn der Ralf geschrieben? Ralf hatte damals geschrieben, coole Infos. Wieder. Cool. Ralf, du hast gewonnen. Ralf, lass uns bitte deine Daten über unsere Webseite zukommen. Da unten haben wir ein Kontaktformular. Wir blenden auch die Webseite nochmal ein. Für alle genau, die es nicht wissen. Ralf, bitte, bitte dort deine Daten hinschicken. Wenn du die jetzt noch schnell noch schickst und das Video schnell noch online geht, bekommst du es vielleicht noch vor Weihnachten. Den coolen Hydro-Hack. Sehr schön, Ralf. Ralf SCH, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Du bist der Gewinner des Hydro-Hacks. Weiter geht's. Jetzt packe ich das schon zur Seite. Ich habe auch nicht mehr viel. Ich habe jetzt nur noch das große, dicke, fette Gewinnspiel der Extravaganza anzubieten, was ich anfangs erwähnt habe. Wir wollen uns eigentlich mit diesem Gewinnspiel bei unserer Community da draußen bedanken, bei unseren ganzen Zuschauern, dass ihr uns wirklich so treu immer dabei seid, auch wenn wir nicht immer regelmäßig jede Woche oder alle 2 Wochen ein Video bringen, weil wir sind alle berufstätig, haben alle den Kopf crazy voll mit vielen Sachen. Nebenbei noch unsere Carpocalypse Range neu aufzubauen, nochmal weiter zu strukturieren. Da haben wir richtig coole Sachen. Da sind nämlich jetzt Prototypen für euch dabei, die du da draußen gewinnen kannst. Prototypen, die noch kein anderer hat. Die haben noch nicht mal unsere Testangler. Unsere Testangler bekommen die heute als Weihnachtsgeschenk, die jetzt gleich als Gäste kommen. Und du oder überhaupt die Öffentlichkeit sieht das erste Mal jetzt unsere Prototypen. Aber damit komme ich ein bisschen später an. Also, das Gewinnspiel enthält, ich packe dir auf jeden Fall einen Stapel von den Maniac-Karten mit rein. Ein sehr cooler See, solltet ihr mal hinfahren. Schaut euch das Video von Egger an. Den Netz Think Back Sleeve von Sonic.
echt ein cooles Ding. Haben wir mal in einem Video mit vorgestellt. Kann ich sehr empfehlen. Nets Think Back Sleep. Oh, mir ist gerade ein Stück Essen aus dem Mund gefallen. Nets Think Back Sleep von Sonic. So, Entschuldigung, da machen wir nochmal neu. Nets Think Back Sleep von Sonic. Das ist echt ein crazy Name. Cooles Ding, sehr schönes Ding. Haben wir mal in einem Video vorgestellt. Fish and Care hieß das. Blenden wir, denke ich mal, hier oben noch mit ein. Zieht euch das ruhig mal rein. Das ist ganz gut gewesen, das Video, ja? Cooles Teil, das bekommst du. Was bekommst du noch? Ich ziehe einfach mal alles. Nee, ich mache so nach und nach. So ein bisschen bescherungsmäßig heute aufgebaut. Du bekommst noch einen coolen Zip vom Fishstone. Starter-Pack, sehr cool. Was noch? Das Loop-System vom Fishstone. Ein Starter-Pack, wow. Ein schön Octopeppo Liquid. Richtig cooles Zeug. Ein paar Biscuit in Natural Beige. Das ist mein absoluter Lieblingsköder 22 gewesen. Da habe ich so viel Fische gefangen mit diesem natürlichen Beige. Ist so cool. Ist wirklich mal was anderes. Und räumt echt gut ab. Und wow. Der Gewinner wird sich freuen darüber. Es ist von aus unserer Range von allen ein bisschen dabei. Hier, cool. PVA Hydrospool. PVA in Fast Melt, also schnell löslich, gerade jetzt für diese Wassertemperaturen, für die kalte Jahreszeit, braucht jeder einen coolen PVA-Mesh. Und da ist dieses Fast Melt, löst sich auch bei kalten Temperaturen mega gut auf, also richtig gut. Weiter geht's. Passend dazu. Stickmix, Biscuit natürlich. Weiter geht's. Stickmix, Octopeppo geht immer. Und natürlich unsere neue Range, unsere Prototypen. Name mag ich jetzt noch nicht verraten. Aber glaub mir, Gewinner, wenn du diese Tüte öffnest, du wirst absolut abgeholt sein. Richtig gutes Zeug. Das ist unser neuestes Meisterwerk, unser neuestes Hexenwerk, was wir gerade kreiert haben. Und wo wir gerade bei unserer neuen Range sind. Ich gebe mal ganz kurz, David, gibst du mir mal kurz die Liquid und die Pop-Ups. Dann zeige ich euch mal kurz den neuen Liquid und die neuen Pop-Ups. Als Muster, ich habe sie gerade hier und einer, holst du mal noch den gelben bitte? Da sind sie. Und auch die gehören dazu, die kommen leider nicht mit ins Gewinnspiel. Das sind nämlich noch absolute Samples. Die sind noch ein bisschen am Basteln, die sind noch ein bisschen unrund, weil es halt reine wirklich Prototypen sind. Das wird der Liquid werden, der ist voll mit Gamma-Ruß, voll mit Partikel. Das ist mehr ein Smoothie als ein Liquid. Das Zeug hat so in sich. Ihr werdet so abgeholt und weggezmecht sein. Aber ich denke mal, Testphase läuft Mitte des nächsten Jahres. Also wir haben immer eine lange Testphase auf unsere Base, auf unsere Range. Angedacht ist Juni, Juli. Bis dahin, wir haben jetzt eine harte Zeit gerade zum Testen. Wir testen das Zeug jetzt gerade im Winter und es ist eine optimale Zeit. Wenn jetzt der Köder funktioniert und was kann, dann kann er es im Sommer erst recht. Dazu gibt es dann auch nochmal Pop-Ups in schönen Postgelb, schwarz gesprenkelt, mal was ganz anderes, richtig cool. Und auch der kann was. Und nochmal in Bordeaux-Rot, Bordeaux-Braun, das ist auch mal eine schöne Farbe, die auch ganz gut geht. Die auch mal immer für eine sichere Adresse dabei ist. Das sind so ein paar Samples, die momentan mit bei den Testanglern draußen sind und mit am Laufen sind. Damit ihr auch mal so mitbekommt und seht, was bei uns so im Hintergrund läuft. Aber der Gewinner bekommt auf jeden Fall 2,5 Kilo von unserer neuen Testrange. Hier ist sie. Name. Noch so ein bisschen Prototyp geheim. Er steht eigentlich schon fest. Aber den verraten wir ein andermal. Sehr schön. Also, ich glaube, das ist ein Gewinnspiel. Der Extravaganza ist eine coole Nummer. Damit verabschieden wir uns für das Jahr 22. Und ich hoffe, wir sehen uns im Jahr 23 heil und gesund wieder. Kommt alle gut rein. Wir wünschen uns euch allen da draußen ein angenehmes Weihnachtsfest. Rutscht gut rein, etc. pp. Oder was weiß ich auch immer. Ciao, euer Lee von Carpocalypse. Ach so, ein paar Sticker gibt es auch noch. Ja, eine trockene Kehle. Eieiei. Ja, das hat er mir wieder erzählt. War okay? Nee, war okay. Da noch ein bisschen coole Bilder wieder mit drin geschnitten. Das macht zwar viel Arbeit, aber
Das war wirklich ein mega cooles Paket, ja. Also